Da. Leute, herzlich willkommen zurück zu South Park Director Kulere Zerreißprobe. Und zwar, diesmal habe ich was geändert. Und zwar, vielleicht hört ihr jetzt keinen doppelten Sound mehr. Und was? Soll ich jetzt Insulin machen? Was ist hier los? Warte mal, Crafting vielleicht und dann kann ich hier Insulin machen? Nö. Tja, und jetzt? Warte mal. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Alles cool bei euch? Gut. Alter so. Nicht wirklich. Was soll ich jetzt machen? Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Also soll ich Burritos machen? Mhm. Wo ist denn das? 32? Ist das viel? Ich guck mal. Burrito. Hergestellt, okay. Jetzt? Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Okay. Du weißt, was du zu tun hast. Wunderarsch. Nicht wirklich. Lol. Oh, oh. Hatte. Okay. Oh, oh. Das kommt nicht gut. Okay. Ich lebe. Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Sidefoots. Glitch. Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claffy. Gut, Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Wird gemacht. Okay, los. Und ich hab gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Okay. So. Noch irgendwo was? Eine Tasche oder so? Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe. Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Ja, meiner Meinung nach. Okay. Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Warum essen sie? Habt ihr die nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, sieht mal nach. Ruf, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. So, ein... Der Kuh. Dein Team hat sich verändert. Okay. Ich will aber trotzdem Jimmy haben. Wo war das nochmal? Einstellung, Inventar, Akte, die Karten, Kostenkraft, Verbündete. So. Gesperrt, Human Card. Ja, okay. Please wait to be seated. Oder sie jetzt. Was ist denn die Küche? Achso. Hm.
Aha. Gesperrt. Hier vielleicht. Ab in die Küche. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Ey. Hinterhalt. Woher soll ich denn das wissen? Oh Gott, ich muss, glaube ich, niesen. Oh, meine Nase. Oh. Oh, mal gucken. Okay. So. Sehr schön. Ich glaube, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Wer hat die Kraftprügel bestellt? Ich nicht. Deine Würze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuester Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Okay. Ah, okay. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Vielleicht seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Also, warum? So. Das geht alles von meiner auf der Arbeitslaufzeit ab. Ja, perfekt. So. Ja, bitteschön. Ich mach Filet aus dir. Ja, mach doch. Ich messe dich mit Weiß und hol dir dann deine Fettleber. Perfekt. So. Hier, bitteschön. Du bist jetzt so, als hätte das richtig wehgetan. So. Hier geht's gleich heiß her. Okay. Oh, no. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Okay. Saluti. What? Wird euch Gerechtigkeit lehren. Was? Wir machen nur die Pasta und die Scaloppini? Oh Mann, was ist das? Ich kann auch nicht, ne? Wartet mal kurz. Bin ich dran? Nee. Ja, mach das. Alter, man hört einfach alles. Kann ich auch. Nee, OBS. Warte. Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Okay, ich verlasse mich auf dich. Mini kurzer Cut. Okay, beide? Ja. Ja, ich hätte ihn vielleicht verbrennen können, aber Humankind ist ja davor. Ich reiße dich richtig durch. Eieiei. Stillhalten. Das nennt man Weichklopfen. Eieiei. Okay. Ich bin nur ungern bei der Pizza-Party. So, sind sie wenigstens fast weg? Oh, jetzt sind weg. Genau. Kann man nicht auf sich selbst? Nee. Mal, du schützt dich mal lieber. Du gehst hoch und beendest wie bei Zug. Aus dir, ich mache eine richtig saftige Bracciola. Es nervt schon, muss man sagen. Gib meine Eier in deine Soße. Nein, nicht mein Ragout. So, damit der auch schon mal brennt. Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut. Eieiei. Wieder der Hammer. Sollte dein Kollagen zerlegen. Ja. So. Diabetes ist kampfbereit. Ja. Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. So. Ich schicke dich im Pizzakarton. Die muss man irgendwie besiegen. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Der hat nichts sonst, ne? Oh. Das könnte brennen. So. Was sonst, Diabetes? Okay. Zeig uns, was du drauf hast. Was? Kann ich nicht sonst? Mama? Perfekt. Ja. Spürt Eis. Spürt Stein. Spürt Wasser. Und spürt Blitz. Ja, ne? Habe ich gelernt. Bei... weiß ich mal. Ja. Brennt und jetzt nochmal Blitz, glaube ich. Ich bin dran. Super. Was bringt das? Nicht viel. Warte mal. Kann ich runter? Nee, ne? Was macht der da? Hoffentlich wird Diabetes nie geheilt. So. Der Wind der Gerechtigkeit!
gebraucht? Egal, hier. Stehst du bereit? Hier kommt Kite! Gib's mir! Ja. So. Der eine ist gleich besiegt. Ah, perfekt. So. Jetzt auch noch Blut. Zeig ihnen, was du drauf hast. Okay. Hier, bitteschön. Meine Arsch ist so heiß, man kann schmelzen Butter drauf. Ah, okay. Ja, danke für die Info. Okay. Willst du noch ein Creme Fraiche-Bukake dazu? Oh, gerne. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Ja. Kann ich hier hinter? Naja, wenigstens etwas. Bastardo, meine Körper ist so heilig wie Altar von San Giuseppe. Sicher? Nämlich, genau. Du kannst auf mich zählen! Hier, bitteschön. Jetzt sollte niemand mehr den Kuhn herausfordern. Davor aber, ne? So. Du wirst gleich quietschen wie abgestochene Sau. Du willst doch nicht den Pizzaschneider nehmen. Anlegst dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Kann er einen Fernangriff irgendwie? Nee, ne? Doch. Hier kommt der Kuhn. Sehr schön. Mache das nochmal, dann ich dich mache platt wie eine Pianina. Okay. So. Hier, bitteschön. Sehr gut, Wunderarsch. Dann mal los. So, sei endlich zu Ende, der Kampf. Ja, okay, bis später. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. Ja, Sieg über Köche. Oh, Technik mal 10. Erfahrung 45. Nutze 5 Zeitwürze im Kampf. Die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn and Friends nicht gewachsen. Clancy muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen. Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Tja. Warte mal. Vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Aber wie? Okay, warte mal. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Soll ich jetzt Insulin herstellen? Keine Ahnung. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Ja, den Kühlschrank. Warte mal. Lebensmittel. Keine Ahnung. Ich bin so ein sanftmütiger Superheld, dass es fast unmöglich ist, mich zum Linderwut zu treiben. Es sei denn. Moment, ich hab's. Deine Fürze. Deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Clancy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Okay. Du gehst mir langsam auf den Sack. Hätte L. Um ein Objekt mit einem grünen Sockel. Okay. Wie soll ich mich hinstellen? Da. Ah. Übereinstimmung. Gib den Okay. Ja, bitteschön. Okay. Kannst du ihn raushauen? Oh. Aus dem Weg! Wir haben's geschafft! Der Weg ist frei! Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Verbündetengraf, Diabetes, so. Ja, bevor wir jetzt da reingehen, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis dann.